Hi, ho meine Freunde, Hamburg SV gegen Schalke 04, diesmal in der MTech Arena und es pisst. Und wir kommen hier mit der eigentlich, oh, Schalke 14. Was? Leck mich am Arsch, das hier Absturz. Wir kommen hier mit der eigentlich fast fertigen Mannschaft, ich habe da eigentlich nicht mehr groß viel zu ändern. Vielleicht kommt noch ein neuer Stürmer, dafür müsste halt ein anderer mal gehen. Und wie ihr hier seht, André Schürrle, der neue Mann, den wir geholt haben. Spielt direkt Stamm, ist Stammspieler, der unantastbar. Auf links hat den Platz getauscht mit Shaqiri, der jetzt rechts spielt. Beide jetzt endlich auf ihren Lieblingspositionen. Und André Hahn haben wir auch sicher verpflichtet. Und ja, so sieht die Mannschaft dann aus. Kramer, Brahmi, Ayhan für Tah, diesmal in der Stammformation, wird wahrscheinlich auch so bleiben. Lasogga wieder in der Hoffnung, dass er mal tritt. Vorne drin. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich lasse mich überraschen. Ihr euch hoffentlich auch. Vielleicht wird es ja wieder so ein Torspektakel wie im DFB-Pokal. Oder vielleicht will sich Schalke, Entschuldigung, dafür ja rächen, was da im DFB-Pokal passiert ist. Oh, das war abseits, meiner Meinung nach. Yep. Unterstahl auch die Nummer 1 auf dem Trikot. Für diese Saison zumindest, weil ich nicht glaube, dass Thomas Kraft noch kommt. Aber dafür habe ich spaßhalber mal bei einem anderen sehr bekannten, sehr, sehr guten Torhüter angefragt, auch aus der Bundesliga, aus dem Ruhrpott. Genau, Roman Weidenfeller, 35 Jahre alt in dieser Saison. Wow. Er ist momentan verletzt und hat einen Vertrag, der nur noch 6 Monate läuft. Das heißt, wir können ihn nicht verpflichten. Er ist 88er. Also bitte, 88er, das ist unglaublicher Wert. Wenn wir den kriegen, für kein Geld, für umsonst. Er kostet zwar ein Gehalt 150.000 Euro, aber das ist auf jeden Fall machbar. Das können wir uns schon leisten, wenn wir dann dafür keinen Spieler mehr verpflichten. Denn ich hatte nämlich noch auf dem Plan, einen Stürmer zu verpflichten. Ener Valencia. Aber dafür müsste eben mal ein anderer Stürmer gehen. Wobei das wahrscheinlich doch nicht realisierbar ist, weil Lasogga den Verein nur auf Leihbasis verlassen könnte. Und diese Kosten haben wir dann in der nächsten Saison wieder und dann werden wir in der Saison im Minus. Deshalb, wenn Weidenfeller klappt, holen wir Weidenfeller. Ansonsten ein Stürmer. Und hier Fährmann wieder mit der Nummer 1 im Tor, wie gewohnt. Nur diesmal auf der anderen Seite. Fährmann. Mal gucken, wie er spielt bei Schalke. Bei uns war er ja eigentlich unumstritten die Nummer 1. Hatte natürlich seine Patzer ein-, zweimal in ein paar Spielen, aber eigentlich ein sehr, sehr guter Torwart. Aber wir mit Unterstall können auf jeden Fall zufrieden sein bisher. Und schon mit seinem ersten Schuss für den HSV. Grottig. Ja, wir schauen einfach mal, wie er sich entwickelt. Ich denke, er kann hier ziemlich gut werden. Besser als bei der Bank auf Chelsea. Nee, was? Besser als auf der Bank bei Chelsea. So. Und Verfahren. Hätte hier Unterstall fast hineingeschoben. Wir haben jetzt hier ziemlich viele deutsche Nationalspieler verpflichtet. Mit Schürrle, mit André Hahn, mit Meier haben wir auch noch. Wir haben Lasogga, wir haben jetzt eben Trapp kommt nächste Saison, Batz kommt nächste Saison, Weidenfeller kommt vielleicht. Das sind alles deutsche Weltklasse-Spieler. Das ist natürlich auch gut für mich, weil ich ja auch Trainer der Nationalmannschaft bin und dann auch eine ziemlich gute Mannschaft hinbekomme für das Turnier in zwei Jahren, die Europameisterschaft halt, die ich hoffentlich noch Trainer sein darf während der Zeit oder hoffentlich qualifizieren wir uns überhaupt für die Europameisterschaft. Ich weiß es gerade gar nicht. Meier hier. Sehr gut. Meier, Max Meier und Fährmann mit einer starken Parade. Der kennt ja die Leute, der weiß, wie die spielen, der weiß, wie die agieren.
im Training ja oft gegen die Leute getroffen. Beziehungsweise auf die Leute getroffen. Und 1-0 nach Ekpa Lasogga. Er trifft. Lasogga trifft. Oh mein Gott. Lasogga trifft. Sehe ich das richtig? Lasogga? Alter, was? Lasogga hat das Tor gemacht? Nach Standard, nach Eckball. Fährmann gegen Lasogga und Lasogga gewinnt das Duell. Haut den Ball zum 1-0 rein. Pierre-Michel Lasogga trifft endlich wieder gegen Schalke 04. Macht sein viertes Saisontor. Halleluja. Er trifft. Ich glaub's nicht. Endlich. So wichtig. Gerade jetzt. Nach diesem Spiel stehen die letzten 10 Stunden der Transferperiode an. Und gerade dann, wenn es drauf ankommt, trifft er. Und Lasogga wieder. Lasogga. Lasogga! Da hätte man auch schon 2-0 machen können. Lasogga, der ist wieder bereit. Lasogga. Lasogga rennt. Lasogga gegen Hövedes. Lasogga! Wieder vorbei. Jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt will er es wissen. Jetzt kommt ein Ding nach dem anderen aufs Tor. Der ist Ralf Fährmann. Und jetzt wir wieder im Ball. Wir sind einfach dauerhaft am Drücken. Prince. Kevin Prince Boateng mit der Flanke und 1-1. Nein, sieht nicht so aus. Huntelaar trifft aus einer Abseitsposition heraus. Das ist dann halt schon bitter. Prince. Er treibt das Spiel jetzt nach vorne. Draxler gegen Brooks. Brooks verliert das Duell. Verfahren. Oschrulle kann den Schuss aber noch abwehren. Und jetzt wird es wahrscheinlich abgepfiffen. Da kriegen wir noch eine Chance. Schürrle. Doppelpass mit Lasogga wird nicht stattfinden. Deswegen gehen wir jetzt in die Pause. Puh. Ziemlich heißes Spiel bis jetzt. 1-0 nur. Und Lasogga hat das Tor gemacht, ausgerechnet Lasogga. Und jetzt bringen wir mal André Hahn, der seine Premiere hier dann feiern darf. Und bringen Rudnevs nicht, denn ich lasse jetzt Lasogga spielen, der gefällt mir jetzt. Dafür bringe ich Højbjerg und Očipka. So. Mal gucken, wie das jetzt hier wird. Lasogga. Ja, das Wetter halt schon wieder. Wieder Regen. Schlechtes Wetter. Schwer die Bälle zu kontrollieren. Weil wir wissen ja alle, dass Lasogga jetzt auch nicht unbedingt der Megatechniker ist. Von daher, naja, passt das schon. Prinz verliert hier den Ball gegen Schürrle, der auch defensiv mitarbeitet. Das ist eben das, was ich meinte. Sowas brauche ich als Spieler. Leute, die mit nach hinten arbeiten, die mit angreifen. Die einfach überall helfen. Kramer. Langer Ball auf Hahn. Kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Nein, den kriegt er nicht mehr. Ralf Fährmann, ja, ja. Gucken wir uns mal die Chance an. Nein, ich dachte, jetzt kommt wieder so eine. Meistens kommt dann in Summe eine kleine Zwischensequenz. Zwischensequenz. Eine Wiederholung. Von der guten Tat oder sowas. Hier haben wir halt nichts gesehen. Ralf Fährmann, der kommt hier zurück nach Hamburg und kriegt erstmal ein Tor frei. Von dem Chancentod schlechthin Lasogga. Und Hahn, gut gemacht. Lasogga komplett alleine. Er hat hier fast das 2-0 auf dem Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Fährmann liegt, dass Lasogga trifft. Oder woran auch immer. Oh, jetzt die Chance.
Der Huntelaar ist komplett alleine. Musste da komplett zurücklaufen und hat jetzt die Chance. Aber Kramer denkt gut mit. Und versaut es dann hier wieder. Aber Schalke immer noch am Ball. Schalke will hier nicht mit einer noch einer Niederlage nach Hause gehen. Die sind ja schon in der tiefsten Krise. Lassen sie ein bisschen den Ball laufen. Gehen wirklich nicht mehr so in den Zweikampf. Versuchen es mit Pässen irgendwie da durchzukommen. Und Eihan, der Kapitän, der sieht hier gelb für ein Foul, was da ein Foul war, aber egal. Diekmeier. Sucht Alasoga, aber der kommt nicht mehr an den Ball. Ein gutes Pressing und jetzt die Chance. Meier. Alasoga. Tor. 2-0. Beide Tore Alasoga. Oh mein Gott. Ist er geheilt? Trifft er wieder? Wird das jetzt ein Dauerzustand sein? Alasoga macht einen Doppelpack gegen den ehemaligen Teamkameraden Ralf Fährmann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Könnte ja daran liegen. Ich hoffe, das wird sich im nächsten Spiel dann zeigen. Aber das ist schon mal geil. Das ist echt geil. Ausgerechnet Lasogga trifft zweimal gegen ausgerechnet Ralf Fährmann. Das ist schon krass. Ralf Fährmann, der war jetzt auch nur ein halbes Jahr bei uns. Die Torhüter haben bei uns nicht so eine lange Überlebenschance irgendwie. Es wäre jetzt wirklich ein Wunder, wenn ein Torwart mal eine Saison lang da bleibt. Und bei Adler war es ein halbes Jahr. Bei Leno war es auch ein halbes Jahr. Und jetzt eben bei Fährmann auch nur ein halbes Jahr. Das ist irgendwie witzig. Ich weiß nicht, warum. Alasoga denkt hier wegen eigensinnig. Der hat natürlich jetzt Blut geleckt. Der will jetzt halt noch ein Tor. Der will jetzt halt noch den Lupenrein-Hattrick. Wer kann es ihm übel nehmen nach dieser ewig langen Torflaute? Jetzt kriegt er wieder die Chance. Aber Höwe ist eher am Ball. Schalke komplett neben der Spur. Das, was sie die ganze Saison schon zeigen, zeigen sie auch heute wieder. Ziemlich schlechter Fußball eigentlich. Beziehungsweise nicht wirklich konstant, dass sie es über 90 Minuten ihre Leistung abrufen können. Sondern immer nur wieder so kurze Momente. Jetzt hier wieder ein Totalausfall der Abwehr. Aber Höwedes ist so der einzige Mann, der mir wirklich gefällt bei Schalke. Der arbeitet mit, der rennt nach hinten, der will jeden Ball da rauskratzen. Das war ein Foul. Und jetzt gute Kombination, Alasoga. Oh, gegen Fährmann versucht das dann zum 3-0 zu schaffen, aber Fährmann ist ein guter Goalie, der lässt sich das auch nicht bieten. Aber wir haben ein ziemlich gutes Geschäft gemacht mit Fährmann. Wir haben ihn von Schalke für 8 Millionen Euro gekauft, glaube ich. Und jetzt 25 Millionen Euro wieder an Schalke verkauft. Und Hahn! 3-0. André Hahn, super Einstand. Weltklasse Einstand. André Hahn. Ich weiß nicht, ob es der Anfangshype ist eines Spielers oder woran das einfach liegt, aber André Hahn, der ist geil.
3-0. Der HSV demontiert Schalke 04. Hier sehen wir es. Wunderschöner Pass. Alles frei. Und dann muss er nur noch reinschieben. Das war das dritte Tor in der Bundesliga für André Hahn und das erste für den HSV. Also bei Gladbach war er dann nicht so torgefährlich oder effektiv vom Tor. Was jetzt hier bei uns schon anders aussieht, und wir machen jetzt ganz schnell noch die letzten 10 Stunden voll. Gladbach hat gewonnen gegen Mainz, Dortmund hat gewonnen und Bayern spielt noch gegen Leverkusen. Ja, so, die letzten 10 Stunden. Meier der Abtrünnige, hat er gegen Schalke, war ja auch mal bei Schalke. So, Valencia, andere Vereine will Nägel mit Köpfen machen. Artyoms Rudnevs, Schalke. Ne, niemals. Hier, Roman Weidenfeller, Gegenangebot, okay. 150.000 wollen sie haben. Ne, ich hole mir keinen Stürmer mehr, wir machen das anders. Ich lege die Kohle so auf die Seite. Wobei, ich kann mir doch den Stürmer kaufen. So, jetzt mache ich Gegenangebot an den Herrn Weidenfeller. 150.000, ein Jahr lang. Essentieller Stammspieler. 35 Jahre, aber ein 88er, also schon ein dickes Ding. Millionen bieten sie für den. Wo haben wir denn? Sollen wir den Jait zurückholen? Eine Boetius. Starker Mann. Hier Valencia 7 Millionen Euro. Da müssen wir jetzt einfach abwarten, was mit ihm geht. Weil Weidenfeller sagt Nein zum HSV. Warum? Ich liebe meinen aktuellen Verein und möchte nicht wechseln. Danke für Ihr Interesse. Okay. Ich gehe auf 180.000 hoch. Ein Jahr. 10% und essentieller Stammspieler. Ich will ihn unbedingt haben, das merkt ihr schon. Und Rudnevs, der wird jetzt gejagt von der ganzen Bundesliga. Was ist denn hier los? Sogar von Spartak Moskau will ich noch haben in letzter Sekunde. Aber er ist der Goalgetter, er ist unsere Tormaschine. Weidenfeller will nicht. Weidenfeller will einfach nicht. Mann. 10-15% und 190.000. Ein Jahr essentieller Stammspieler. Weidenfeller bleibt Dortmund treu. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Artyoms Rudnevs, jetzt kommen die Angebote aber rein, du. Aber wir geben ihn nicht her. Wir geben ihn nicht her. Lasogga hat getroffen. Alle haben getroffen. Raphael, endlich. Endlich will jemand Raphael. Endlich. Und Heiko Wessermann an Freiburg. Können wir auch so machen. Dann haben wir noch ein bisschen Geld über. Und damit hole ich mir dann in der nächsten Folge einen Spieler und überrasche euch dann, was ich mir hole. Wir sehen uns dann in der nächsten Part. Im nächsten Part und im nächsten Spiel. Bis dann. Ich bin der Gabriel Hero. Vielleicht tun wir uns auch gar nichts mehr. Mal schauen. Ciao.